Ja, hallo liebe Makro-Freunde. Seit kurzem habe ich das Laowa 25 mm in meinem Besitz, das ein absolutes Ultra-Makro-Objektiv ist und von einer Vergrößerung bzw. Abbildungsmaßstab von 2,5 eben bis zur fünffachen Vergrößerung geht. Mit diesem Video möchte ich euch einen ersten Eindruck von diesem Objektiv geben, aber jetzt erstmal auspacken. Ja, das gefällt mir sehr gut. Die Verpackung ist sehr hochwertig. Hier ist so ein kleiner Aufdruck, ein haptischer Aufdruck. Und auch die normale Verpackung macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Im Vergleich zu den früheren Objektiven, die ich, oder von den Verpackungen der Objektive, auf jeden Fall absolutes Highlight. Also die waren früher nicht so schön verpackt. Da haben sie wirklich dazugelernt. Überall auch schön den Aufdruck, auch mit einer spürbaren Schrift, sage ich mal. Ja, und hier liegt das gute Stück drinne, das Ultra Makro, auch nochmal schön in Plastik drinne, gut geschützt hier mit Schaumstoff noch. Gefällt mir sehr, sehr gut die Aufmachung, also da passiert auch beim Transport wirklich nicht. Sehr schön, von China oder Hongkong kommt. Ja, was haben wir denn noch dabei? Garantiekarten und etwas Anleitung. Auch in Englisch. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Gut, und hier ist das gute Stück. Werde ich jetzt mal auspacken, sehr gut verschweißt, Vakuum verschweißt. Und das ist wirklich ein, das habe ich noch nie erlebt bei Objektiven, dass die so gut verpackt sind. Also selbst bei sehr teuren Objektiven habe ich das noch nicht erlebt, dass die im Vakuumbeutel kommen. Natürlich super staubgeschützt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Machen wir die mal auf. So, dann holen wir das gute Stück doch mal raus. Also es macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck, das Objektiv. Wir haben hier für E-Mount den Anschluss unten. Gefällt mir sehr gut. Unten Objektivdeckel. Und hier seht ihr jetzt die Frontseite von dem Objektiv. Liegt sehr gut in der Hand, also und gefällt mir von der Verarbeitung. Hochwertiges Material auf jeden Fall hier. Ja, was für mich natürlich wichtig ist, ist natürlich immer die Rädchen, dass sie sich möglichst leicht drehen lassen. Wir können hier natürlich nur von 2,5 zu 1 auf 3 zu 1 ist es noch möglich hier. Mal weiter drehen. 3,5 zu 1, 4 zu 1. 4,5 zu 1, das gefällt mir sehr gut. Also, dass die hier noch extra diese Skala haben, wo man dann wirklich gerade ist, bei welchem Abbildungsmaßstab. Ja, wie gesagt, das Objektiv hat eben hier den E-Mount-Anschluss. Und den kann ich jetzt wirklich direkt an die Sony E-Mount-Kameras machen. Braucht er auch keine Zwischenringe und Zwischenlösungen, sondern zack, und es sitzt sehr fest, sitzt sehr gut.
Und wenn man sich das anschaut, ist das wirklich eine kompakte Geschichte. Liegt gut in der Hand. Und ja, sehr kompakt. Und wir kommen jetzt ja schon auf 2,5 zu 1, also schon eine gewaltige Vergrößerung. Und wie gesagt, wenn wir ganz aufdrehen, eben auf 5 zu 1. Dadurch wird es ein Stückchen länger, das Ding. Aber es ist immer noch sehr gut handelbar. Und es ist kein Gewicht. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt können wir mal verdeutlichen. Nehmen wir doch mal eine Centmünze. Wie nah man da rankommt. Ja, 5 Cent. So. Also wie gesagt, jetzt sind wir auf 2 zu 1. Und wenn man sich das mal anguckt, also man kommt hier sehr, sehr nah ran. Das ist wirklich die. Die 5 Cent Münze. Bei 2 zu 1. Und jetzt drehen wir mal auf 5 zu 1. Dass ihr mal seht. Den Vergleich einfach seht. Und 5 zu 1, da sind wir jetzt wirklich extrem nah dran. Mal im Detail. Wahnsinn, was da möglich ist. Ja, Wahnsinn. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, mein erster Eindruck von diesem Objektiv ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Die Verarbeitung ist super, die Ringe lassen sich sehr smooth drehen und die Vergrößerung von 2,5 zu 1 bis 5 zu 1 ist natürlich Wahnsinn. Und vor allem spart man sich eben dann das unnötige Rumhantieren oder komplizierte Rumhantieren mit Zwischenringen etc. Also das ist wirklich eine kompakte Lösung. Und ja, mein erster Eindruck, die ersten Testbilder, die ich jetzt so gemacht habe, ist sehr gut. Die Schärfe ist super, der Kontrast ist gut und vor allem ist der Arbeitsabstand, also der Abstand zu dem Motiv, den ich halten kann, noch relativ hoch, trotz der hohen Vergrößerung. Also es sind so um die 40 mm und das ist wirklich super. Ja, einen genaueren Test werde ich jetzt dann die nächsten Tage machen. Wenn Interesse besteht, werde ich daraus auch nochmal vielleicht ein Video schneiden und meine, ja, so ein paar Beispielbilder auch präsentieren. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr Lust darauf habt und je nachdem, wie das Feedback ist, werde ich da auch nochmal ein Video oder vielleicht sogar dann einen Artikel drüber schreiben. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu diesem Objektiv und wenn ihr es über diesen Link bestellt, unterstützt ihr mich, das wäre sehr nett. Vielen Dank!